Servus zusammen. Heute schauen wir am, am Mittwoch, Mitte der Woche, Bergfest hier. 10. März. Der März geht auch schon wieder auf die Hälfte zu. Es ist Wahnsinn, wie die Zeit verrennt. So wie die Kurse an den Märkten rennen. Es ist irre. Na gut, wir machen wie immer das Beste daraus und suchen Chancen an den Märkten heute. Im Hintergrund sieht man es schon zunächst. Natürlich schauen wir auf das Währungspaar. Hier ist ein Fehler drinne. Ich sehe es gerade in der Grafik. Wir schauen natürlich nicht auf das Währungspaar Australdollar US-Dollar, sondern wir schauen auf das Währungspaar Australdollar japanischer Yen. Jetzt stimmt's auch im Hintergrund. Dazu auf Gold und wir schauen auf den Nasdaq, der war ja leid geplagt gestern allerdings der Schub nach oben. Das ist also eine sehr sehr interessante Story. Wir schauen uns das ganze heute mal aus charttechnischer Sicht ein bisschen näher an, aber was hier an den Märkten los ist. Das ist momentan einfach irre. Wenn man sich mal vorstellt, dass eine Aktie wie Tesla gestern um 19% gestiegen ist. 19%. Und wir reden hier nicht äh, von irgendeiner Aktie, die unter 10 Dollar notiert oder ein Unternehmen, was eine, was eine Marktkapitalisierung äh, von 10 oder 20 Milliarden Dollar hat. Nein! Wir reden, wir reden von Tesla, Leute. Und das zeigt einfach mal, wie verrückt die Märkte momentan sind. Und das sehen wir auch an den Indizes. Die Schwankungsbreiten sind dort groß. Und das bietet uns natürlich gute Chancen für die kurzfristigen Handelsansätze. Deswegen schauen wir heute auf den Nasdaq und Gold. Gold ist auch mal wieder interessant. Da haben wir gerade eine kleine Gegenbewegung in einem durchaus spannenden Kurslevel von der Seite her. Da gucken wir drauf und natürlich sehr, sehr gerne auch auf den ein oder anderen Wunsch. Mag das Ganze bitte wie immer direkt in die Chats stellen auf Facebook und auch mit auf Zoom. Das würde ich dann direkt mit in die Sendung reinnehmen. Ja, Facebook lebt schon. Guten Morgen, Leute. Äh, ja, auch wenn doch alles ein bisschen verschlafen ist, Zoom gerade auch nichts. Leute, habt ihr Frühjahrsmütigkeit? Was los hier an dieser Stelle? Keiner da? Moment, ja, läuft ja. Wartet mal kurz. Jetzt habe ich völlig den falschen Knopf geklickt. Zoom. Guten Morgen, liebe Zoom-Zuschauer. Ähm, kann man mich sehen und hören? Ich hoffe, äh, ja, das Video läuft hier an meiner Stelle. Das heißt, ich hoffe auch da kommt bald jemand mit zu und sagt hallo guten morgen es funktioniert wie schon gesagt wunsch merkte gerne rein wir machen los in den charts zunächst der risikohinweis ich bitte das, was hier geschrieben steht, wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das hätten wir besprochen. Ja, und damit geht alles los hier mit der klassischen Tagesvorbereitung. Auch Zoom ist wach. Jawohl, ja. Das ist schön hervorragend. Also. Was gab's? Verbraucherpreise aus China, die ziehen an. Ja, ähm, das ist eine Sache, das ist momentan weltweit zu sehen, dass die Verbraucherpreise so ein Stück weit anziehen. Das ist auch normal. Das ist für eine Wirtschaft, die sich nach vorn entwickelt, normal. Man muss nur aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Aber die Zahlen an dieser Stelle sagen, hier geht es voran. Alles andere klären wir. Dann später gibt heute Nachmittag die Verbraucherweise in den USA. Die Bank of Canada ist heute dran, das hatte ich ja gesagt. Da ist es sehr, sehr spannend, ähm, was die machen. Äh, es ist der Zins, glaube ich, nicht so entscheidend äh, wie äh, die Pressekonferenz im Anschluss. Dann daran, dass es hier heute um 16 Uhr. Grob ähm, auf der Agenda und dann gibt es um 16.30 Uhr aus den USA noch die Rohöl-Lagerbestände und wir schielen wie immer mal auf die API von gestern, da haben wir die API Rohöl-Lagerbestände, uh, meine Güte, da fällt mir gerade die Kinnlade rüber, Zuwachs 12,79 Millionen Barrel, puh das ist natürlich irre, ja. Das drückt auf den Ölpreis. Ich bin gespannt, was heute hier passiert. Aber das sind halt die genau die Dinge, äh, die ich schon auch mal avisiert hatte, dass es gewisse Dinge gab, die passiert sind, äh, dass es zu diesen äh, teilweise starken ähm, Schwankungen auch kam äh, in den Öllagerbeständen. Jetzt geht es halt mal kräftig nach oben mit den Lagerbeständen. Ja, auch das wird sich zeigen, wie es dort weitergeht. Ob das nur temporär ist oder ob das jetzt eher etwas Nachhaltigeres ist, dass man doch weniger Öl braucht, als momentan gefördert wird. Also, das bleibt interessant. Wir wissen ja, die OPEC hat die Kürzung erst einmal bis April entsprechend verlängert. Aber ich sage, wie es ist: die Amerikaner, die sind ja nicht äh, ja, von gestern. Schieferöl lohnt sich wieder und ich würde meine Hand fast ins Feuer legen. Dass die sich von der OPEC nichts sagen lassen. Die fangen einfach an zu fördern, was geht, um ihre Ware an den Mann zu bringen. Und damit ja, stellt sich eine ganz, ganz andere Situation an den Ölmärkten entsprechend auch eine. Und wenn die USA dann irgendwann auch exportiert oder wie auch immer oder kein Öl mehr importieren muss, das merkt man natürlich dann auch. Und das äh, werden wir hier an dieser Stelle natürlich auch im Blick behalten. Ja, und ich würde sagen, damit fangen wir an, an dieser Seite hier in die Charts zu schauen. Und wie schon gesagt, nochmal, wer einen Wunschmarkt hat, rein in die Chats. Und wir kümmern uns jetzt auf der Uhr: Australdollar, japanischer Yen. <laughs> Jawohl, jetzt kommt sogar die nächste Frage zum Australdollar. Die machen wir auch da dollar Kandollar. Das ist in Ordnung. Hier kriegen wir eine Frage zu einem Kaufsignal im 4-Stunden-Chat. Kriegen wir hin, was dort ist und wie es aussieht. Was ich hier natürlich... Nicht machen kann. Ist eine Anlageberatung. Also ich kann ja auf keine Art und Weise sagen, schließen Sie eine Position oder gehen Sie hier long. Das obliegt mir nicht. Da muss eine Bank ran, die sowas macht mit allen Protokollen, die es hier gibt. So, jetzt wird der Bildschirm mal noch groß und damit gehen wir direkt rein in die so wichtigen Chartanalysen. Und da ist natürlich zunächst hier im Australdollar japanischen Yen der Blick. In den Tages- bzw. Wochenchart eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung, denn ich liebe solche Charts. Das ist klasse. Die großen Zeiteinheiten, viele, viele Leute gucken da gar nicht drauf, aber ich sag was: die über 900% aufs eingesetzte Kapital im Signaldienst Devisen 100, die kamen ja letztes Jahr nicht so angeflogen. Das war klassische Handarbeit und das war halt. Ja, das, was ich hier mache, und da schaue ich halt gerne auch mal auf die großen Zeiteinheiten und guckt euch das mal an. Australdollar japanischer Yen. Wenn man uns, wenn man sich mal diese SKS in der inversen Variante auf der Woche auch anschaut, dann sieht man, welches Potenzial noch da ist. Denn die Schulter, die hier unten drunter ist, beziehungsweise der Kopf, wenn man den mal ausmisst, der hat deutlich Potenzial zur Oberseite und das ist das, was uns der Chart momentan auch sagt, ja. Wir haben ordentlich Luft zur Oberseite hin, ich messe es mal ganz kurz aus, schaut mal, das hier war die SKS, die Inverse äh, und diese setze ich einfach mal oben drauf. Und nur, das ist jetzt klassische Charttechnik, ja. Ähm, wo man Schulterkopf-Schulterformationen anwendet und die misst man einfach aus. Und wenn man mal das gesamte Potenzial nimmt. Ja, ich persönlich gebe da relativ wenig drauf, weil das ist einfach nur Mathe und Mal nach Zahlen. Ja, ähm, warum sollte der Markt da oben hinsteigen, äh, nur weil ich da ein Rechteck oben einzeichne? Das passiert nicht. Aber wir haben auf dem Weg nach oben noch ein paar klasse Anlaufmarker und die dürfen wir uns natürlich hier definitiv nicht wegschnappen lassen. Beziehungsweise wir müssen da nicht zuschauen, wie der Markt alleine hinläuft. Ne? Wenn wir einfach mal schauen, von dort, wo wir jetzt aktuell stehen. Wenn wir hier tatsächlich diesen Widerstand hier oben, beziehungsweise wir sind ja hier über ein wichtiges Widerstandslevel schon mal rausgelupft. Schaut euch das mal an hier an dieser Stelle im Großen. Ne? Hier einmal hier, da ist es tiefer runtergegangen. Hier dieses Level. Also das ist nicht von schlechten Eltern. Und dort, wo wir jetzt rumgedreht sind in der äh, vorletzten Handelwoche, Handelswoche, das war genau hier dieser Verkaufsbereich da oben. Da sind wir reingelaufen, erstmal runter. Aber. Wir haben natürlich die Chancen innerhalb des bestehenden Aufwärtstrends und das ist, wie schon gesagt, bitte nicht vergessen, das ist der Wochenchart, den wir hier haben. Ne? Der ist jetzt schön zur Oberseite reingelaufen. Der hat natürlich auch noch Korrekturpotenzial. Also sollte es tatsächlich unter, die, ähm, äh, unter das Tief der vorletzten Handelswoche gehen, dann müssen wir erstmal schauen, was passiert denn jetzt hier. Schaut mal, da ist der letzte größere Kaufbereich, die Marke von 80, 70. Das ist durchaus ein Auffangbereich, aber momentan sieht der Markt ganz, ganz anders aus. Ganz, ganz andere Verfassung. Und wenn wir tatsächlich hier über die Marke von 85 japanischen Yen steigen, ist der nächste Anlaufpunkt mal hier oben, dieser Verkaufsbereich um die 89. Und jetzt kommt es, passt auf, auf dieses Hoch hier oben bezogen von der, von der Spiegelung äh, der Kopftiefe. Da gibt es hier an dieser Stelle schon noch ein paar Anlaufpunkte. Schaut mal, das läuft ja bis hier oben hin, ne? das Hoch in etwa. Das haben wir da. Schaut mal, was wir danach haben. Da haben wir aus dem alten Abwärtstrend sozusagen die Zwischenhochs am liegen und die haben halt eine Relevanz ne? und nicht Selten läuft der Markt dann halt wirklich sehr, sehr schön äh, dort an dieser Stelle hin und ran. Und dann haben wir halt die Situation, dass wir das als Chancen haben. Und das ist hochinteressant. Und in der Kürze der Zeit, das Kurzfristige natürlich erstmal das Allerwichtigste, weil das hier ist der letzte Abwärtstrend. Das hier ist schon etwas weiter her. Und damit ist das erstmal die relevante Marke bei 89. Und da ist viel, viel Luft zur Oberseite hin. Und da schauen wir einfach mal, was der Markt hier macht das zu spielen. Ne? Also das Ganze wie immer mal kurz im kleinen betrachtet. Das heißt, was ich jetzt hier mache, ist, ich gehe mal äh, sozusagen aus der Woche jetzt in den Vier-Stunden-Chart, weil ähm, es macht aus aktueller Sicht, wenn wir uns den Tageschart mal anschauen, relativ wenig Sinn, die Feinheiten hier zu betrachten, nur im Tageschart. Ja, man kann das gut und gern im Tageschart auch machen. Für diejenigen, die das auch sehen, visuell, die da stark dabei sind, ist das Ganze überhaupt kein Problem. Ich sehe es ja auch, aber man kann sich das Leben hier natürlich noch deutlich einfacher machen. Und das deutlich einfacher machen heißt, wir schauen uns das Bild, was hier momentan am Entstehen ist, einfach einmal an äh, an dieser Stelle. Äh, Im 4-Stunden-Chart. Äh, im, im, im ich bekomme gerade von Zoom äh, eine Meldung, dass da kein Ton da ist. Ähm, strange, ja, weil gerade hat man mich verstanden. Ich hoffe, das liegt jetzt <laughs> nur an diesem einen Zuschauer und die anderen können mich trotzdem hören. Da wäre es nett, wenn wir mal eine Rückmeldung bekommen, weil mein Ton hier in Zoom schlägt tatsächlich aus. Also ja ton ist da alles klar super dann äh, liegt das ganze an äh, unserer einen zuschauer hier an dieser seite da ist irgendwas Dort mit dem Ton nicht in Ordnung. Australdollar japanischer Yen jetzt mal im 4-Stunden-Chart. Und da sehen wir äh, doch das, was hier interessant ist, was mich persönlich auch so ein bisschen interessiert. Und das ist die Tatsache, ähm, dass wir hier momentan in der Phase, wo wir sind, hin und her schwanken, so ein bisschen hier oben zwischen der Marke, also das Hoch hier oben, das kleine Zwischenhoch haben wir gehabt bei 84,037. Ja. Ähm, wir haben hier einen Schwankungsbereich. Wartet mal, ich ziehe mal die. Diese Marke noch ein kleines Stückchen tiefer hier. Wir sehen, dass hier oben äh, momentan dieser, diese Marke hier um die 83,90 in etwa. Das ist so ein bisschen das Hoch momentan. Aber was ich hier echt sehr sehr spannend finde, äh, ist tatsächlich die Tatsache, dass wir hier momentan uns so ein bisschen auf etwas vorbereiten, das äh, nach, einem, nach einem Ausbruch tatsächlich zur Oberseite ausschaut. Das heißt, wir haben hier oben noch so eine, naja. So eine leichte Kontraktion raus, wenn man sich das mal anschauen möchte, im kleinsten. Wir haben hier den, äh, naja, es ging erst ein bisschen abwärts, äh, dann ein bisschen hin und her. Wir sind jetzt eher so ein bisschen in einer Aufwärtssequenz. Ich gehe mal kurz in den 15-Minuten-Chart rein, da kann man das ein bisschen besser erkennen. Und das schaut mir schon so ein bisschen so aus, als wenn der Markt hier momentan einfach nur eine Konsolidierung nach einer schönen Aufwärtsphase macht und dann, wenn er dann nach oben ausbricht, dann haben wir gute Chancen zur Oberseite reinzulaufen. Also für die, die es hier nicht direkt sehen, zeichne ich es mal ganz kurz ein. Das heißt, das Bild, was für mich jetzt hier... Tatsächlich interessantes ist, ist die Geschichte hier. Das ist jetzt quasi der Aufwärtstrend, den ich gerade gezeigt habe. Und dann haben wir hier so eine Art korrektiver Phase. Ja, sorry, dass ich das jetzt hier äh, nicht so fein einzeichne, wie das der ein oder andere technische Analyst gern macht, aber äh, mir ist sowas, äh, ehrlich gesagt, ein bisschen wurscht. Ich gucke lieber aufs Marktgeschehen ähm, und wir sehen es halt hier an dieser Stelle. Das kleinste Abwärtsbild ist schon mal so, dass der Markt hier drüber raus will. Und wenn wir hier dann tatsächlich so ein bisschen. Aufwärtstendenz bekommen sollten, dann haben wir schon gute Chancen, dass der Markt tatsächlich uns zeigt, hey, wir wollen hier zur Oberseite raus. Und das ist das Schöne hier, da sehen wir nämlich im 4-Stunden-Chart, sehen wir momentan schön diese kleine Flagge hier drüben. Und das ist wirklich das Interessante, der Ausbruch tatsächlich aus dieser Konstellation hier raus, das ist echt das Interessante. Und wenn er hier drüber schiebt, dann setzt sich dieser kleine Aufwärtstrend fort, wenn wir dann Kurs machen hier oben über dieses kleine Zwischenhoch bekommen. Wäre das die nächste Position, wo wir das nächste Signal bekommen, dass es sich mehrt, dass der Markt hoch will? Und wenn wir dann noch hier oben das Zwischenhoch bei grob 8404 rausnehmen, ja, dann haben wir einen Aufwärtstrend, Leute hier. Also, ich meine, den Aufwärtstrend, den haben wir ja jetzt auch schon. Der ist hier nach oben gelaufen, ein bisschen. Ähm, dann ging es hier in die Korrektur, dann ein Spike. Aber wir sind aus technischer Sicht halt hier unten drunter gelaufen. Das heißt, wenn wir uns das mal kurz einfach machen wollen, dass der Schub nach oben die korrektive Phase zur Unterseite hinten. Na nu, was ist denn hier los? Also das war da oben gerade ähm, den Schub zur Unterseite rein hier und wenn wir jetzt tatsächlich dort oben drüber laufen, ja, dann zeigt uns der Markt steigende Hochs hier oben, steigende Tiefs von der Unterseite her das sieht eher nach Long aus. Und wenn das Spiel kommt, dann haben wir tatsächlich Chancen, oben über die Marke von 85 japanischen Yen drüber zu laufen und die deutlich höheren Regionen anzulaufen. Thema Abreißszenario müssen wir hiermit beleuchten. Sehen wir halt ganz klar, sollte es der Markt sich anders überlegen und unter die 82, 85 fallen, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass der Markt erstmal hier Richtung 81, 95 unten fällt, beziehungsweise 98 ist das kleine Tief hier unten und dann möglicherweise doch nochmal Richtung 80, 70 nach unten läuft. Das ist ja ein größerer Auffangbereich auf der Tagesbasis. Da müssen wir jetzt einfach nur hinschauen. Marken auf dem Weg dort runter haben wir als Anlaufpunkte auch da. Alles im Sinne der übergeordneten Aufwärtsphase hier. Die 80, die 82, 62 hier am Zwischentief. Hier die 82, was haben wir da stehen? 41 im Low. Hier unten natürlich. Der Schwungbereich, ne? der hat hier drüben Erfahrung vom Markt bekommen, hier ebenfalls immer wieder Kaufinteresse rein. Das heißt, das ist die 8198 hier im Low, also knapp die Marke von 82 und dann hier unten drunter noch das Zwischentief bei 8176 und 8110. Das sind alles Level, die liegen und jetzt gehe ich mal ganz kurz in den Tageschart rein. Die liegen auf dem Weg unten rein hier auf das Zwischentief, was wir hier gehabt haben. Also da ist viel Luft. Wenn das kommt, dann trübt sich das Chartbild natürlich ein bisschen ein, weil dann sieht es eher so aus, als würden wir hier quasi einen Abwärtstrend generieren. Äh, und dann muss man wirklich sich damit beschäftigen, dass der Markt hier nach unten möchte. Also der Drehbereich ist dort noch längst nicht raus, aber die Chance zur Oberseite ist nahe. Ja, das heißt Kurse über 84. Deuten doch auf den Weg nach oben hin, prallen wir ab. Ist auch das ein Hinweis? Dann die Unterseite, die Chartler-Marken für diesen Trade haben wir entsprechend auch dort liegen. So, Nasdaq wird gewünscht, äh, gewünscht, jawohl, der kommt, den haben wir auch da. Gold kommt jetzt auch gleich noch. Wir bleiben aber noch äh, bei den Währungen, denn wir haben einen Wunschmarkt äh, hier heute mit drinnen und zwar ist das das Währungspaar Australdollar dollar und den schauen wir uns natürlich auch sehr, sehr gerne an. Wir haben es ja gestern gesehen, austral dollar Can dollar massiv nach oben gelaufen. Ich möchte an dieser Stelle, bevor ich auf die Chartanalyse hier im kleinen 4 stunden chart einfach eingehe, noch einmal ganz kurz auf äh, die Futures eingehen hier in diesem Bereich. Und zwar ähm, auf die Currency-Futures. Und da sehen wir halt, wenn ich das Bild mal kurz ein bisschen größer mache, ähm, dass wir hier an dieser Stelle einen Cann-Dollar haben, der sich immer noch nicht wirklich stark vom Fleck bewegt, ja, aber einen Australdollar haben, äh, der gestern deutlich nach oben gelaufen ist, aber heute schon wieder ein bisschen schwächelt. So, und jetzt haben wir einfach zwei Märkte oder zwei Marken hier, die temporär, ich sage hier mit Absicht, temporär zur Schwäche neigen. Das heißt, wir haben hier zwei schwache Währungen und da äh, sieht man halt auch hier aktuell der Australdollar aktuell äh, hier ähm, minus 0,34, der Kann-Dollar minus 0,29. Also die sind in etwa, in etwa äh, gleich. Äh, ja, sage ich mal, von der Art und Weise unterwegs. Und das macht es ein bisschen tricky zu sagen, okay, ähm, haben wir denn hier gute Chancen in die eine oder andere Richtung? Weil. Wir wissen es ja selber, äh, wenn, wenn zwei Seiten gleich schwer sind, dann ist die Waage halt ausgewogen, mehr oder weniger. Ja? Ähm, und äh, das ist momentan ja das Zünglein an der Waage für das Kleine. Und was wir hier im Australdollar-Kandollar haben, wir haben ja ganz klassisch einen, einen Abwärtstrend hier drinnen liegen. Äh, der aktuelle Trend ist wirklich abwärts gerichtet und das ist halt ein Thema, ähm, das muss man einfach so sehen. Das heißt, den Rücklauf, den wir jetzt hier haben, der kam natürlich initiiert in einem relativ interessanten Level hier. Das war das letzte Support-Level hier unten drunter. Da sind wir drunter gerutscht. Ähm, ist jetzt sozusagen Widerstand und der wurde gestern wieder nach oben weggewuppt. So und jetzt haben wir die Situation hier, dass wir stark nach oben gelaufen sind, aber und das dürfen wir einfach nicht vergessen, der Abwärtstrend, den wir hier haben, ich mache das mal kurz in Rot, der ist halt intakt. Das heißt, das, was wir hier sehen, ist lediglich die Gegenbewegung, die hier unten rausgekommen ist und das Thema ähm, müssen wir halt tatsächlich auch auf dem Schirm haben der Gegenbewegung. Und das schauen wir uns mal an. Also, der Tag ist ja hier 1, 2, 3, 4 Tage stark gefallen. Dann gab es gestern dieses starke Reversal. Und wenn wir jetzt mal kurz reingehen, dann sehen wir halt ganz, ganz klassisch, von der klassischen Charttechnik her gesehen, sehen wir, das hier ist der Bewegungsarm an sich und dieser Bewegungsarm wurde durch einen Gegentrend rausgenommen. Das heißt, wir sind hier ganz klar in der korrektiven Phase. Jetzt hat sich hier allerdings im Stundenchart schon wieder ein kleiner Gegentrend gebildet und das ist halt das Thema, wenn der sich nach unten hin fortsetzt, dann spricht das eher dafür, also wenn der hier unten durchfällt, dann spricht das eher dafür, dass der Markt tatsächlich eher die Unterseite wieder... Ähm, favorisiert, aber und das müssen wir einfach sehen, wenn wir mal schauen, an welcher Stelle äh, wir hier in die Umkehr gegangen sind, ja dann ist das schon interessant zu sehen, wenn die 97 knapp 25 hier unten ein guter Boden sind und der Markt hier oben drüber rausfliegt, hier an dieser Stelle dort oben drüber geht, dann setzt sich dieser kleine Trend, den wir hier haben, nach oben hin fort. Und wir haben ja noch ein paar Anlaufpunkte zur Chartoberseite drinnen. Also rein aus der Charttechnischen Sicht her, wenn ich mal schaue im großen Bild, das hier ist der Ausbruchsbereich aus dem übergeordneten Abwärtsschub, den wir momentan in den kleineren Zeiteinheiten haben. Also dieses Level hier. Um die Marke, wartet mal, da muss ich mal ein Preisschildchen auch dran klemmen. Hier, Moment, komm her hier. So, da haben wir es. Also, das ist so ungefähr das Level von 0,97, 85 bis 90 in diesem Drehbereich rum. Das ist das, was wir hier oben haben. Das ist ein Anlaufpunkt, der ist da. Das wäre mal das Nächste auf der Chartoberseite, wo man sagen könnte, okay, das wäre im etwas größeren Bereich ein guter, planbarer Anlaufpunkt auf dieser Seite. Ähm, es geht noch ein bisschen weiter. Äh, im, Im Kurzfristbereich haben wir hier natürlich noch ein kleines Zwischenhoch liegen. Nur das ist wieder hier so ein, so ein typisches Teil. Schwankung innerhalb einer so einer Kerze, das ist nicht wirklich viel Zeiteinheit. Hier sind wir leicht runtergegangen. Es ist halt ein Hauch, was da ist, ne? Die 0,97, was haben wir da knapp 77, aber das Widerstandslevel hier oben ist wichtig und wenn wir da drüber fliegen, ja dann ist der Weg erst einmal offen hier in die 0,9874. Also das wäre dann wieder ganz klassisch der Punkt zur Oberseite hin. Und mich persönlich ja, würde es überhaupt nicht wundern, äh, wenn wir heute ähm, doch deutlich Bewegung reinbekommen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was die kanadische Notenbank macht. Wenn die kanadische Notenbank äh, den Kandler in irgendeiner Art und Weise schwach macht, ja, das spricht dann natürlich dafür, dass die Kurse hier nach oben ausbrechen. Sorgt die kan kanadische ba Bank of Canada allerdings dazu, dass der Markt ähm, oder dass der dass der stärker wird, ja, das sorgt dann ganz klassisch dafür, dass der Druck von oben nach unten kommt, wenn der Australdollar sich nicht weiter bewegt. Und dann sehen wir eher die Unterseite. Also, das ist ein sehr, sehr spannender Bereich. Und hier war ja die Frage nach äh, dem Thema ähm, Take Profit oder die Position, ähm, äh, sagen wir mal, ähm, Long laufen lassen. Ähm, wie schon gesagt, ich darf solche Fragen hier nicht beantworten. Ich kann aber den Hinweis geben. So eine Frage sollte eigentlich die Handelsstrategie beantworten. Ja? Also das heißt an dieser Stelle, die Handelsstrategie sagt ja bestimmt ja nicht nur über den Einstieg, sondern die Handelsstrategie bestimmt ja auch über die Absicherung einer Position, über die Stoppnachzüge und das Thema Take-Profit. Ähm, und ich als Händler halte mich immer an meine Handelsstrategie, weil nur die kann ich duplizieren. So Gefühle hätte wäre wann oder ich denke mal das so und so, das kann ich persönlich halt nicht duplizieren und deswegen mache ich das nicht, ja? Also, ich gucke auf den Chart, was passiert, läuft der Markt oben über die 9760 drüber, dann haben wir gute Chancen auf der Longseite, dass es weiter nach oben geht. Fallen wir kurzfristig erstmal unter die 9725, dann sieht es eher so aus, als wenn der Markt weiter runterfällt und das kleine Bild, was wir hier im übergeordneten Bereich haben, also diesen Abwärtstrend hier, entsprechend weiter fortsetzt. Das sind die zwei Marker, das sind die Fakten, die hier im Raum stehen und das ist das Thema, worauf ich entsprechend meine Handelssetups beziehe. Und da hoffe ich an dieser Stelle einmal, dass ich mit diesen Ausführungen helfen konnte. Wer da übrigens Fragen hat, auch zum Thema Handelsstrategie. Erstellen und so weiter und so fort. Ich bilde auch aus. Es gibt immer mal auch Seminare bzw. edukative Webinare in diesem Bereich. Bitte einfach auf mich zukommen, weil das ist wichtig. Mir liegt das am Herzen äh, und deswegen gerne auch in diesen Sachen auf mich zukommen. Und Ausbildung ist ganz, ganz wichtig an der Börse. Ich sage mal, man kann an der Börse erfolgreich sein und um, ähm, um, lässt sich vom Markt ausbilden oder man nimmt sich jemanden, der das Ganze unterstützend mit begleitet. Beides kostet Geld. Am Ende zahlt man so und so für die Ausbildung Geld. Es kommt halt immer nur darauf an, wie man das für sich persönlich haben möchte und in welcher Geschwindigkeit. Das ist der Blick in Australdollar dollar dollar Und nun gehen wir auf die anderen beiden Märkte ein, die ich hier an dieser Stelle hatte. Das heißt Nasdaq und der Goldpreis. Wir gehen zunächst mal auf den Goldpreis drauf hier, Kürzel XAU USD, und wir sehen es hier. Ich hatte das in der letzten Besprechung auch mit einge, äh, eingezeichnet hier, dieser Support- und Drehbereich um die 1680 US-Dollar, der war mal wieder Ziel der letzten äh, abwärtsgerichteten Bewegung hier. Jetzt laufen wir nach oben. Und wenn wir uns das Thema, das Laufbild nach oben einfach mal anschauen, dann kommen wir nicht umhin und um uns die kleineren Zeiteinheiten mal mit anzuschauen. Denn wir sehen, der Markt ist sowohl im großen wie auch im Kleinen in einem Abwärtstrend verortet und die äh, letzte Korrektur, die sich ja oben rein bis in die 1960 ähm, aufbezogen hat, die hat halt auch noch Potenzial zur Unterseite hin. Ne? Wenn wir uns das einfach mal annehmen wollen und das nach unten raufziehen, da ist noch lange nicht zu Ende. Das heißt, wir können mal ganz, ganz locker und entspannt, wenn tatsächlich hier das von oben nach unten rauskommt, hier unten in den Bereichen, diesen Supportbereiche um die 1570 Punkte du, äh, US-Dollar durchaus auch reinlaufen. Ähm, also das ist schon ein sehr, sehr interessantes Level an dieser Stelle. Äh, und das ist das, was wir da haben. Aber. Momentan haben wir halt einfach die korrektive Phase und die müssen wir uns jetzt mal ganz genau anschauen, damit wir hier an dieser Stelle es auch schaffen, aus dieser Korrektur in die Trendrichtung zu treten, den Abschwung zu schaffen. Beziehungsweise gestern gab es ja das Umkehrsignal, wenn das heute bestätigt wird, auch die Korrektur in die Tiefe mit rein zu können. Ne? Und das sind die Dinge, die schauen wir uns im Stundenchart an. Denn was wir hier sehen, ist mal ganz, ganz klar eine Situation. Hier ist der Bewegungsarm nach unten, der letzte Kursschub runter. Das ist die eine Seite, die wir sehen. Die zweite Seite, die wir sehen, ist hier sind wir über. Das letzte Zwischenhoch im Trend, im Abwärtstrend drüber gelaufen. Wir haben aber in der Stunde noch keinen Aufwärtstrend. Der kommt aber, denn hier oben, schaut euch das mal an, das was wir hier haben, ist eine Formation, eine Chartformation, äh, die sich, äh, die an eine hohe Flagge erinnert. Ne? Das haben wir hier. Und wenn wir hier tatsächlich aus dieser hohen Flagge nach diesem initialen Aufwärtsschub hier, der diesen Abwärtstrend gebrochen hat, wenn wir da jetzt hier oben drüber laufen, also hier sozusagen da das Hoch von gestern rausnehmen, die 1720, was haben wir dann? Ganz klar, dann haben wir einen sauberen Aufwärtstrend im kleineren Bereich im Stundenchart. Und dieser Aufwärtstrend hat dann tatsächlich das Potenzial, auch deutlich hoch zu laufen. Zielmarken sind die Swing-Highs hier aus dem Abwärtstrend und die nächsten beiden haben wir hier zum Beispiel liegen bei 1.740 in diesem Bereich und hier oben bei 1.760. Das läuft dann schon hier in den Widerstandsbereich um die 1.765 rein. Also da hätten wir mal zunächst ein paar Anlaufmarken, die wir durchaus da haben können für einen Ausbruch zur Chartoberseite rauf. Das wäre sehr, sehr wichtig. Wenn der Markt allerdings gar nicht erst hier oben drüber läuft, dann sind zwei Punkte äh, von entscheidender Wichtigkeit. Der erste wäre natürlich das Thema hier unten. Das heißt, wenn wir jetzt quasi hier unten drunter weiterlaufen, unter die Marke, also ich sag mal mal grob um die 1700 US-Dollar, sollten wir, na was haben wir da unten liegen? 1718 das in etwa, sollten wir dort entsprechend drunter fallen, ja? Dann haben wir wieder eine Abwärtssequenz ne? und dann setzt sich das Ganze hier fort, aber der weitaus wichtigere Punkt ist halt der, der hier ein kleines Stück weit drunter steht und das ist dieses Level hier unten, das ist nämlich der Drehbereich, als wir hier nach oben gelaufen sind, war das eine Weile Haltelevel und dann kam erst der Schub nach oben. Und das ist etwas, das sehen wir halt sehr, sehr schön auch in den untergeordneten Zeiteinheiten. Und da schauen wir uns jetzt den letzten Schub zur Oberseite hin nochmal kurz im 15-Minuten-Chart an. Und da sieht man hier diesen Dreh- und Wendebereich. Hier hat es hin und her geschwungen. Und das ist so grob der Bereich zwischen 1700 und 1702, US-Dollar. Also dieses Level hier. Das ist da wichtig und da ist es halt interessant, sollten wir diese Marke kurzfristig tatsächlich rausnehmen, dieses Level da unten. Dann sieht es eher tatsächlich erstmal aus, dass wir deutlich die Korrektur nach unten ausbauen. Und auch da hilft uns der kleinere Chart hier in den 15 Minuten, um Kursziele auf der Chartunterseite zu finden. Das wäre dann zunächst erst einmal hier ein Bereich, der nicht wirklich viel mit dem Trendverlauf zu tun hat, aber hier ein wichtiger Bereich war, denn an dieser Stelle haben wir diesen kleinen Abwärtstrend hier rausgenommen, also die Marke von ungefähr 1695. Das wäre ein Drehbereich und dann haben wir hier entsprechend die Zwischentiefs und die haben wir hier liegen um die 1600, was ist da unten? 87 und die 1680. Das ist das, was wir hier haben und dann ist das ja ganz klassisch das Supportband unten drinnen. Das ist der Blick in den Goldchart und damit gehen wir direkt noch auf den NASDAQ mit rein. Hier an dieser Stelle der Blick in den Tageschart. Ähm, Christian, du fragst auch nach dem NASDAQ. Was will ich da sagen? Was sagt uns der Chart? Also, wenn ich mir mal den Chart momentan anschaue, ja, dann sehen wir momentan ähm, etwas. Wie, ich sage es mal so, wir haben ja an, an den Märkten in den letzten sag ich mal, Wochen, Monaten und Jahren immer wieder die Situation gehabt, dass man gesagt hat, buy the dip. So, das ist ganz klassisch, ganz normal eine Sache, die hat lange, lange Zeit richtig gut funktioniert und danach sind wir aus dem Dip heraus auf neue Allzeithochs angestiegen. Allerdings hat sich momentan an den Märkten ein bisschen was geändert wegen der Zinssituation. Die Zinssituation war ja in den letzten Jahren relativ stabil auf der Chartunterseite unterwegs, ne? äh, auf der Unterseite unterwegs. Das heißt, an dieser Stelle mit Blick auf die Zinsen hatten wir ein stabiles, niedriges Zinsumfeld. Diese Konstante hat sich jetzt geändert und ich hatte das ja schon oft gesagt, technologielastige Unternehmen sind häufig sehr stark verschuldet. Und die hohen Kredite führen zu Verlusten bei den Unternehmens- oder bei starken Einschränkungen bei den Unternehmensgewinnen. Heißt also an dieser Stelle, das ist eine Komponente, die hat sich am Markt verändert. Und jetzt müssen wir einfach schauen, wie das Ganze funktioniert, wenn sich diese Veränderung auf den Markt überträgt und wir hier noch längst nicht fertig sind mit den Umschichtungen, weil der Umschichtungsprozess an den Märkten. Der dauert schon eine Weile. Der ist nicht in ein zwei Tagen oder ein zwei Wochen ähm, getan. Und da könnte es momentan tatsächlich so sein, dass wir hier nicht mehr beide Dip haben, sondern selde Bounce. Das heißt, an dieser Stelle bedeutet das, dass man immer wieder diese Schwünge von unten nach oben hat und diese dann abverkauft werden. Das heißt, dass man so einen Bounce hat. Der dann an wichtige charttechnische Marken läuft und dann wieder zur Unterseite reinrutscht. Und das ist etwas, das sage ich jetzt nicht nur so, sondern das meine ich wirklich sehr, sehr ernst. Leute, das ist etwas für diejenigen, die ganz eng an den Märkten sind. Ja? Das ist, als wenn der Postmann zweimal klingelt und immer einen Koffer voll Geld in der Hand hat und sagt: Willst du oder willst du nicht? Und das ist wichtig. Schaut euch bitte die Charts an. Und wir sehen in den Charts, dass hier etwas immer wieder richtig gut funktioniert. Was funktioniert richtig gut? Der Markt dreht häufig an wichtigen Chartleveln. Das letzte Mal hier unten, schaut es euch mal an, 1250. Da haben wir einen Support gehabt. Und da ging es dann plötzlich von unten, Bodenbildung, zack, nach oben. Haben wir hier gesehen? Haben wir hier gesehen? Und das ist die Unterseite. Jetzt stehen wir allerdings auf der Oberseite. Ich möchte nur noch mal ganz kurz auf die Unterseite sehen. Schaut euch das mal an. Ja, das ist die Unterseite. Da kam immer wieder Kaufdruck rein. Und das mündet dann halt häufig auch in solchen massiven Schüben nach oben. So, und jetzt haben wir hier halt äh, die Situation, dass wir in einer Phase sind, wo wir zunächst erstmal einen kleinen Aufwärtstrend nach oben haben. Das ist das eine. Das zweite ist, es sieht hier unten momentan so ein bisschen nach einer Bodenbildung aus. Ne? Hier unten aufgesetzt, hochgelaufen, aufgesetzt, hochgelaufen, aufgesetzt, hochgelaufen. Also es schaut so ein bisschen aus, als wenn der Bereich hier um die, ich, ich mache das jetzt mal grob, um die 12.300 Punkte. Ähm, was ist heutzutage schon 100 Punkte? Ne? Irre. Also <laughs> Wahnsinn. Ähm, an dieser Stelle sind wir jetzt nach oben gelaufen. Der kleinste Trend ist hier aufwärts gerichtet und jetzt, wenn wir das mal aus dem kleinsten in das etwas größere Bild ziehen wollen, schaut mal, was haben wir da hier. Momentan haben wir wieder hier so einen Korrekturkanal. Ist keine klassische Flagge, ist eher so ein kleiner Korrekturkanal, ähm, der hier in diesem alten Ausbruchsbereich um die, äh, um die 12.270, 75 rum. Momentan so einen leichten Boden macht. Und das ist jetzt das Wichtige und Interessante. Fällt er drunter, müssen wir direkt wieder die Unterseite vom Chart beleuchten. Heißt an dieser Stelle hier den Markt nach unten ziehen, hier die kleinen Anlauflevel von äh, dieser Rallye, die wir gestern gesehen haben, mitnehmen. Und das sind dann die Level, die wir hier unten haben auf dem Weg zum Auffangbereich unten bei äh, bei um die 12300 Punkte, da hätten wir dann stehen 12538, 12372 hier unten und hier die 12300 ein bisschen über 30. Das ist das kurzfristige. Fliegen wir allerdings drüber und das ist die Sache je Wenn wir hier über die 12860 Punkte ansteigen, was haben wir dann? Dann haben wir nicht nur diesen kleinen Aufwärtstrend sondern haben wir plötzlich einen etwas größeren. Und der könnte dann durchaus dafür sorgen, dass wir hier oben in dieses Level reinlaufen. Also das, was wir hier oben, Moment, das muss ich mal hier, ich brauche bitte dieses, das, dieser Hochbereich da oben. Den haben wir da irgendwo zwischen 13.290 und 13.340 Punkten hier oben. Ähm, das wäre dann mal der nächste größere Anlaufpunkt, den wir hier haben. Ähm, und das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Level, denn wenn ich das mal ganz kurz zusammenraffen darf, so ein bisschen hier, ähm, wir machen das mal, ja, ich, ich, dann zeichne ich es halt doppelt ein, ähm, beziehungsweise, wartet mal, ich nehme mal kurz das Markttechnik-Tool hier rein. Ich glaube, der müsste das eigentlich auch gut einzeichnen. Wir sehen nämlich, dass die übergeordnete Situation auf Tagesbasis abwärtsgerichtet sind. Das hatte ich ja gesagt. Der Nasdaq ist dort in einem Abwärtstrend befindlich. Und das ist das, was wir hier sehen. Wir haben hier den Abwärtstrend. Mit dem Schub nach oben haben wir den Bewegungsarm rausgenommen, auch nach einer schönen Bodenbildung. Und das Level hier oben, was ich gerade gezeigt habe, das ist das Entscheidende. Bis dort hoch ist. Alles Korrektur. Es tut mir leid, dass ich euch das jetzt so sagen muss, aber das ist normal im Nasdaq. Und das heißt halt, solange wie wir nicht hier oben die 13.300-Punkte-Marke nachhaltig aus dem Markt rausgenommen haben, sind wir hier nur in der Gegenbewegung zu diesem Abwärtstrend. Die ist aber auch charmant. Denn wir haben hier noch ein paar Punkte zur Oberseite abzuarbeiten. Ne? Hier haben wir es drinnen. Drehlevel um die 13.035. Zwischenhoch um die 13.000 knapp 200 Punkte Marke. 13.193 haben wir hier oben drinnen. Ne? Dann gibt es hier noch so ein kleines Mini Zwischenhoch hier an dieser Stelle. 13.218. Ne? Und dann haben wir hier oben schon den Widerstandsbereich hier. Da gibt es noch die 13.305 hier an dieser Stelle. Und dann hier. Die Hochs, die sehr nah beieinander liegen, hier 13.300 in die 30 und da oben die 13.360. Das ist alles auf der Oberseite da. Wir sehen auch, wir haben es jetzt 10, 11 nach 9. Der Markt bricht hier gerade aus. Also es sieht so aus, als wenn wir zunächst erstmal doch wieder positiv in den Markt rein starten. Und an dieser Stelle haben wir jetzt auch für den NASDAQ besprochen, wo die Drehmarken sind. Aber ich sage an dieser Stelle auch, wenn der Markt bei Sell the Bounce bleibt, um würde ich das immer im Hinterkopf behalten. Das heißt, Top-Stellen zum Einstieg sind die Tiefs für die Longseite und die Hochs für die Short-Seite. Jetzt sind wir mittendrin und wer hier tradet, hat auch weiterhin wirklich richtig gute Chancen. Denn wenn wir uns den Nasdaq mal kurz im 5-Minuten-Bereich anschauen wollen, ja, alleine jetzt der Ausbruch hier draus, jetzt haben wir ja hier schon einen kleinen Aufwärtstrend. Schaut mal, der ist ja da. Hier ging es nach unten und jetzt drängelt der Markt nach oben. Und was haben wir hier? Sogar im Kleinen haben wir es drinnen. Schaut mal hier. Hier kurzfristig nächster Anlaufpunkt 12.830. Danach hier das Zwischenhoch da oben. Ich lege es mal oben drauf. 12.830. 69. So, und wenn ich das jetzt mal noch ein bisschen zusammenraffe, dann sehen wir halt, äh, wenn wir diese beiden Marke abgefrühstückt haben, dann geht es nach oben. Und zu dem, was wir gerade hier besprochen hatten äh, im Stundenchart, haben wir halt jetzt in den kleinsten Zeiteinheiten äh, auch noch hier ein paar kleinere Zwischenhochs. Ne? Hier die Schwungbereiche. 12.976 wären da auch zu nennen. Also da ist viel da. Nehmt euch die kleinen Zeiteinheiten ein. Und aus jetziger Sicht ist es erstmal sehr, sehr wichtig, was passiert hier oben bei 12.869. Schieben wir drüber, haben wir gute Karten hier, die Zwischenhochs auch mit raufzunehmen. Wenn wir abprallen, dann haben wir die Unterseite. Und auch die Unterseite können wir sehr, sehr schön planen, denn... Wenn wir die Abwärtssequenz rausnehmen, haben wir hier auch ein paar zwischenlos im 5-Minuten-Chart hier. Das kleinere an dieser Stelle haben wir hier liegen bei 12.685 und dann geht es schon nach unten an die Marker, die ich gerade auch im Stundenchart gezeigt habe. Hochinteressant, hochspannend. Christian, lieben Dank auch. Für die zusätzliche Nachfrage. So, damit wären wir hier durch heute mit den Fragen, mit der Marktbesprechung an sich. Ich hoffe, wie immer, es war interessant. Wenn ja, Bitte weiterempfehlen, da freue ich mich immer drüber. Das heißt hier die ganze Sendung bei Tikmil Mich natürlich auch persönlich. Mike Seidel ist mein Name. Der ist ja inzwischen auch bekannt, wer seinen Freunden und Bekannten was Gutes tun möchte und sagt, hier Jungs und Mädels, das, was der Seidel hier äh, immer macht, bitte auch da weiterempfehlen, auch hier in den Chartanalysen morgens bei Tikmil Da freue ich mich, wenn die Community wächst, gerne auch der ähm, Website von Tikmil auf der Facebook-Seite von Tikmil Deutsch ein Like geben und Wer hier auch so ein bisschen verfolgen möchte, was ich im Trading rund um äh, die Märkte mache, ähm, dann einfach Mike Seidel folgen bzw. der Investorschule ein Like geben bzw. der Website investorschule.de einfach mal drauf schauen. Da gibt es immer mal auch Ausbildungsbereiche oder den YouTube-Kanal der Investorschule ein Like geben. Dort äh, stelle ich dann auch immer wieder Setups ein in den Futures bzw. mache Marktbesprechungen für die Futures, für die Aktienmärkte. Ähm, ich trade ja sozusagen alles, wo meine Signale entstehen. Auch auftreten, was zu meinem Portfolio passt. Das bleibt immer interessant an dieser Stelle. Also gerne weiterempfehlen, da freue ich mich immer sehr, sehr drüber. Und an dieser Stelle sage ich jetzt Danke fürs Zuschauen. Allen einen erfolgreichen Trading-Tag. Machen Sie einen Plan und traden Sie den Plan. In diesem Sinne bis morgen. Tschüss und vielen Dank.